Nachdem ich das Krankenhaus verließ, kletterte ich in mein Auto und fuhr zu Wick. Ja, ich könnte halt wahrscheinlich sowieso gerade nichts machen, aber für Misty. Ach ja, und etwas später war ich bei Victor und war sehr ruhig, als ich da rumsaß, während er da rumstichte und Dinge tat und mich komisch anguckte. Ja, die Prognose war eigentlich genau dieselbe wie zuvor. Ich war einfach nur eine tickende Zeitbombe. Mein Herz war schwer, als ich mich auf den Weg nach draußen machte zu Mistys Esoterika. Ding Dong. Hey Vanilli. Hey Misty. Ach, na, wie geht's dir mit deinem Freund? Das lief. Komisch, es war okay, schätze ich. Er will mich auf jeden Fall wiedersehen morgen. Das klingt doch richtig gut. Ich zuckte mit den Schultern. Was hast du ihm jetzt schlussendlich gebracht? Hab den Namen schon wieder vergessen. Peonies. Es war eine Empfehlung des Floristen. Sie waren irgendwie ein bisschen langweilig, aber hübsch. Und ich denke, er hat sie auch gemocht. Das klingt doch perfekt. Wirklich wunderschön. Ich denke, he appreciated it. Also, wirst du ihn morgen wiedersehen, ha? Huh? Ja, ich schätze schon. Warum guckt sie eigentlich hier so angry? ich fühlte, wie ich etwas lächelte. Der Gedanke, ihn wiederzusehen, regte mich auf. Aber im positiven Sinne. Und ich fühlte mich etwas dumm, dass ich diese Gefühle hatte. Bist du in ihn verliebt? Love? Too soon. Maybe you think so. I mean, ich habe ihn gerade mal getroffen. Wir haben uns fast gegenseitig umgebracht, so vor ein paar Tagen. Ne? Das ist so unmöglich. Mein Gesicht, ja, flambierte in Rot. Aber ja, ich habe ihn geküsst, kurz bevor, also eigentlich, ja, nachdem ich ihn fast getötet habe. Was? Mann? Eben erzählt, Misty, kannst du nicht mal zuhören? Mann, Gott, ey, bei der Parade, Mann, das war alles ein bisschen seltsam, ey. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum sagst du sowas? Hat er dieselben Gefühle? Keine Ahnung. Er war nur halbwach. Naja, so wie man es sieht, ich wäre überrascht, wenn er sich überhaupt dran erinnern würde. Oh, Vanilli. Er hätte mich fast getötet, eine Sekunde danach, eine Sekunde davor. Aber er sah mich so gently an. I hissed in realization, pushing my hair away from my face and looked, und schaute Misty in die Augen. Don't push this way, Vanilli. This is so rare and special. Es ist so selten. Ich denke, du weißt, was ich meine. Fuck! Nicht das, Misty. Das Ding über Schicksal, Vanilli. Es passiert einfach, egal, ob du es willst oder nicht. Denke einfach an das, was du an was du halt einfach glauben willst. Lass es einfach nicht gehen. Willst du, dass ich dir ein paar Karten lege? Warum nicht? Misty nahm ihre Tarot-Deck-Karten und ja, vermischte sie. Eine Karte fiel raus und sie ja, machte weiter mit dem Vermischen. Ja, sie machte dasselbe mit der zweiten Karte. Die dritte Karte, zwei Ka weitere Karten fielen raus und sie stoppte das Zusammenmischen. Oh. Sie schaute überrascht und drehte die Karten um, one by one. Das sieht ja interessant aus. King and Cups, the Moon und irgendwas noch. Interessant. Was denn? Ist es gut?
Sie schaute sich die Karten sehr enthusiastisch an. Ich schaute die Karten sehr enthusiastisch an, auch wenn ich absolut keinen Plan hatte, was das sein sollte. Das ist hier wahrscheinlich ein Hund. Das, ich weiß nicht, das vermischt sich so ein bisschen mit dem Berg da. Game of Thrones, König, noch ein König. Ja, mal gucken, ne? Hier, der König und die Cups hier, ne? Die repräsentieren deinen Freund. Was war sein Name nochmal? Sanduyo Oda. Aber eigentlich sagen alle nur Oda. Oda. Er scheint eine entspannte Person zu sein. Erwachsen. Oder reif. ich muss fast anfangen zu lachen. Entspannt und reif ist wirklich weit weg von Oda. Ja, sicher. Er scheint, als wäre er emotional angetouched. Ja. Vielleicht schon ein bisschen kalt. Was aber nicht meint, dass er sich nicht kümmert oder halt kein Interesse zeigt oder so. Ich fühle, dass er ein großes Herz hat. Empathisch und vorsichtig. Ehrlich gesagt, das klingt überhaupt nicht nach ihm, ne? Misty, macht einfach weiter mit ihm reden, auch wenn ich Proteste mache. Der Mond. Es scheint mir so, als würde er Dinge verstecken von dir. Und er ist noch nicht bereit, sie dir zu zeigen. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Ihr beide werdet es wahrscheinlich ablehnen, aber einfach weil ihr Angst habt und verwirrt seid. Du musst tiefer graben für ein besseres Verständnis dieser Verbindung. Ten of Wands? Wands? And the Imperial. Ten of Wands sind wahrscheinlich die Dinger hier, wa? So ein Stecker, 10 Stecker und der Imperiator hier. Jedenfalls, wenn du ihn wählst und es, if you choose to keep him close, achso, and be true, achso, wenn du ihn nah an dich hältst und die Wahrheit sagst, wird er dir deine Schulter zum Ausholen geben. Stabilität und Kraft. Oh, das ist eine schöne Zeichnung hier. Nein, ich weiß ja nicht, Misty. Ich verstehe es einfach nicht. Nun, das ist deine Hausaufgabe für heute, Vanilli. Versuche einfach, das Ganze zu verstehen. Vielleicht hilft dir das sehr besser. I'll work on it. I don't think I ever believe these. I'm sorry, Misty. Sometimes I feel like you can read my mind. Aber wartet einfach. Misty lächelte und packte die Karten zur Seite. Ich könnte, aber das würdest du mir niemals glauben. Aber ich denke, es ist niemals zu spät, an irgendwas zu glauben, oder? Niemals. Ich werde dich später nochmal sehen. Danke nochmal. Jederzeit, Vanilli. Pass auf dich auf, ne? Ja, ich versuch's. Ich kratze eh bald ab. Kapitel 3. Der nächste Morgen. Meine Güte, wie lange gehen diese Kapitel, ey? Piep, piep, piep. Jesus Christus. Wer zum Fick hat denn diesen Alarm so früh gestellt? Mann, ey. Ich rollte über mein Bett. Oh Mann, ey. Ich bin der Idiot, der den Alarm hier gemacht hat. Oh Gott, ist das fui. Heute sollte ja dieses Rematch sein zwischen mir und Oda, aber boah, ich bin einfach so müde, ne? Get yourself up. 10 more minutes. I'll be late, Oda. Komm, er mag endlich, dass wir warten, ne? Ja, komm, wir stehen aber auch. Ja, ich höre dich ja. Oh mein Gott, ey. Ich grummelte mir selber zu, machte den Alarm aus und 5 Uhr, ey. Wann ist da die letzte Zeit, wenn ich so früh aufgestanden? Ich weiß auch nicht. Ich fühl dich hart. Oh Mann, ich kann den Mann einfach nicht warten lassen, schätze ich. Naja, ich setzte mich auf die Bettkante, gähnte und stretchte meinen Körper. Johnny. Long time no see. Oh, ich bin echt überrascht, dass dieser Saga-Hund dir den Kopf noch nicht abgerissen hat. Johnny erscheinte neben meinem Fenster. Seine Arme waren überkreuzt. Und er schaute angepisst, wie immer. Ja, ist okay.
Wir haben ein Rematch heute. Das ist super. Ich hoffe, dieses Time er killt dich für das Bessere oder so. Ich weiß nicht genau. Wir machen Sparring. Hör auf, so dramatisch zu sein. Sparring. Jesus Christus, wie? Ach, du verschwendest einfach deine Zeit an diesen komischen Typen von vor 3 Tagen. Hast echt nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß. Johnny ist, stoppte für einen Moment und kratzte sich am Kopf. Und ich schaute auf meine Füße. Ich konnte seine Irritation durch meinen Kopf hindurch spüren. Wirst du wirklich nochmal Hanakos Offer, also Angebot, nochmal überdenken? Ich weiß es immer noch nicht, Johnny. Es ist einfach so viel, worüber man nachdenken muss. Das ist einfach mehr als just me. Nur ich. Ich könnte Panam fragen. Aber wenn irgendwas zu ihr passiert oder den Alekaldos, das könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Ja, das sage ich dir doch schon die ganze Zeit. Ruf einfach Roke an. Mann, sie wird dir helfen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles jetzt schon übergeben sollte. Fuck, wie? Du musst doch mal was machen hier. Du kannst doch nicht die ganze Zeit hier rumrollen und Corpus Pretty Boy hier und den ganzen Tag hier bumsen und Mann, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Mann, kannst du nicht Judy finden oder so? Kannst du mich einfach in Ruhe lassen? Ah, das ist immer noch mein Leben. Das entscheide immer noch ich. Ach, ich nahm einen tiefen Atemzug. Mein Herz brannte immer noch vor Wut. Weil Johnny mal wieder so eine Attitüde hier hatte. Aber ich konnte ihn verstehen. His soul was on the line too. Achso, ja, seine Seele, ja, wir sind ja connected und so. Wenn ich sterbe, stirbt er auch und so, ne? Ja, ich werd's morgen machen. Ich versprech's. Hä? Morgen wirst du vielleicht schon tot sein. Ich ignorierte ihn, stand auf und lief zur Dusche, während ich... Dusche, während ich meinen Pyjama auszog. Immerhin lief er mich alleine, um mich fertig zu machen. Als ich dann sauber war, suchte ich mir meine besten Klamotten raus für Sparring. Ich nahm einen Omega-Blocker, bevor ich wieder zum Krankenhaus ging. Letzter Tag, Johnny. Ich verspreche es dir. Er machte einen unmotivierten Sound, bevor er dann endlich sich verabschiedete. Ein Aufzug. Ah, wie cool das gemacht ist. Sieht halt, ich erinnere mich an alles, was ich sehe. Wing, wing. Ich schaute auf mein Handy. Es war schon wieder Takemura. Wie schafft es Takemura, mich eigentlich jedes Mal zur richtigen Zeit anzurufen? Hi, Goro. Wie geht's dir? Ich gehe hier gerade zum Krankenhaus. Willst du schon wieder Oda besuchen? Ja, warum nicht? du hast ein Rematch, habe ich gehört. Ach, Oda. Erzählt er dir einfach alles, worüber wir so sprechen? Ich war immer an seinem Mentor, ja? Hier, admitted. Du magst es einfach nur zu gossipen, oder, Goro? Er lachte, während er mit den Augen rollte. Ah, ich bin einfach nur interessant daran, wie beide Parteien ein Rematch haben werden. Oda hat noch nie verloren gegen seine Gegner. Er war der Beste in Arasakas Trainingsklasse. Und das ist warum er auch bei Hanako-sama gut ankommt. Er schlägt alle außer dich? Ah, für eine Weile ja. Aber er war ein schneller Lerner. And he can best me to this day? Er kann mich überschlagen wahrscheinlich? Oder beat me, ich weiß nicht genau. Dein Rematch. Es wird nicht dasselbe sein. Nicht, wie du ihn das letzte Mal bekämpft hast.
Mein bester Advice wäre auf jeden Fall hier wegen Yoroinobus Männern und so, stay auf jeden Fall low und so, ne? Also mach jetzt nichts Komisches. So it's unfinished that I will be unable to witness. Schade leider, dass ich nicht zugucken kann. Wirklich? Sicher. Zwei Kämpfer von einem Kaliber, die sich gegenseitig schlagen werden. Das wäre bestimmt interessant anzugucken. Ich musste blinzeln, weil ich wirklich berührt war von seinen Worten. Danke, Goro. Ich werde den BD machen. Mit Odas Permission. Perfekt. Was auch immer passiert, ich wünsche dir viel Glück. Danke, Goro. Bleib sicher, wie du auch. Es war 7:30 Uhr, es war immer noch viel zu früh. Und ich habe diesmal nichts mitgebracht. Wo ist er überhaupt? Ich werde mal seinen Raum auschecken. Ich lief durch dieselben Korridore das dritte Mal jetzt. Ich schaute aus dem Fenster, als ich vorbeilief, und schaute hinunter zu den Straßen. Oh, es ist so früh und die Straße ist jetzt schon verdammt voll. Ich erreichte den Raum und stand vor seiner Tür. Immer mal Peak. Ich schaute durch das Glas, bevor ich reinging. Aber meine Vision war ein bisschen limitiert. Ist halt ein bisschen blurry. Ich schaute kurz rein, aber er war gar nicht da. Der Raum war leer. Die Peonies, die ich ihm gab, waren immer noch an seinem Tisch neben seinem Bett. Ah, er hat sie behalten. Das ist wirklich nett von ihm. Ja, ich war ein bisschen überrascht, als ich die anderen Items auf seinem Tisch gefunden habe, was er. Ja, das Kondom, was ich mitgebracht hatte, war da auch. Schön. Ich konnte meinen Augen kaum trauen. Was zum Fick? Warum habe ich es hier gelassen? Warum habe ich es hier fallen lassen? Mein Gott. Ich schloss meine Augen und ja. Oh mein Gott, ist das peinlich. Oh mein Gott, was denkt er jetzt über mich? Naja, jetzt ist nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Ich muss ihn finden. Hab er schon auf mich gewartet am Gym? Warum sind wir überhaupt ins Krankenhaus, wenn wir eh zum Gym sollten? Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier zum Gym und Oda wartet da wahrscheinlich schon auf uns. Die Hallen und Flure des Krankenhauses waren wirklich sehr verzweigt und boah, das war einfach nur what the fuck. Und nachdem ich um eine Ecke ging, realisierte ich, dass ich verloren war. Ach, diese furchtbare Corpo-Architektur, hey, wer soll denn hier durchfinden? Ich schaute mich um und suchte nach einer Map. Bevor ich eine fand, I stopped in my tracks. Weil ich so früh aufgestanden bin, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass ich ja gerade auf dem Weg bin, ein Rematch zu machen mit Oda. Scheiße, mein Magen tut echt weh. Warum bin ich überhaupt so nervös? Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir gegeneinander kämpfen. Und wir versuchen uns ja jetzt auch nicht gegenseitig zu töten oder so. Ach, ist einfach nicht dumm. Mein Herz wollte nicht stoppen und schlug hart in meiner Brust. Ich schüttelte meinen Kopf und versuchte mich zu entspannen. Es gab keinen Ausweg. Ich musste ihn treffen. Ich wusste, dass ich in der Nähe war, aber dieses Gebäude war einfach so riesig. Eine Krankenschwester kam gerade aus einem Büro und ich lief ihr entgegen. Hey, kannst du mir sagen, wo das Gym ist? Es ist hier genau um die Ecke, zu deiner Linken. Danke. Ich lief weiter in die Direktion, die sie mir gezeigt hatte und fand endlich mal die Tür.